Heute zeige ich euch, wie man den Ventilsitzfräser von der Firma Proxy für die Ölpumpe und für das Umgehungsventil vom Ölfilter verwendet. Da möchte ich euch vielleicht noch etwas vorher zeigen, was viele, wenn sie alles zerlegt haben, oft nicht wissen. Die Ölpumpe hat eine harte Feder und eine längere. Das Umgehungsventil vom Ölfilter hat eine weiche und kürzere Feder. Nur zur Information. Jetzt gehe ich her, da drinnen, die Planfläche durch jetzt nachfräsen. Ups, da brauche ich aber die Hülse. Das ist die größere Version. Nicht jetzt mit Gewalt, sondern mit Gefühl, weil sonst habe ich Rattermarken. So. Raus. Machen wir nach. Jetzt habe ich einmal nachgefräst. Dann gibt es Pilzventil, muss man auch schauen, ob das in Ordnung ist oder eingelaufen ist. Ich poliere es jetzt ein bisschen ab. Jetzt ist es sauber und dann kann ich den Abdruck auch besser sehen. Da gibt es ein Einschlagwerkzeug, was beim Fräsersatz dabei ist. Mit dem klopfe ich jetzt den Sitz. Jetzt sollte eigentlich überall der Abdruck schön sein. Und da das schön abdrückt. Und dann kann ich das Ganze wieder zusammenbauen. Natürlich sauber, nicht so schmutzig. Das gleiche. Also abpolieren und nachfräsen mache ich mit der Ölpumpe. Und dann möchte ich euch zeigen, warum hat eigentlich da so eine Hülse drauf. Weil es gibt nämlich die alten Ölpumpen, da komme ich nicht rein. Die haben eine kleinere Passung. Da kann ich das auch dann nachfräsen. Aber die haben ein Schiebeventil. Die haben kein Pilzventil, die haben ein Schiebeventil, die alte Version. Das war es eigentlich. Grundbegriff, wie man Fräser verwendet.